schon längst begriffen und bei vielen Unternehmen, die eben grenzüberschreitend agieren, sind die Russlanddeutschen in führenden Positionen, weil sich das ja anbietet, nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern auch die Kenntnisse der Mentalität vor Ort. Es ist ja alles ziemlich speziell von Republik zu Republik. Insofern, das ist ja schon längst angekommen. Wenn wir über den gesellschaftspolitischen Ansatz denken, da finde ich die Beschreibung Brücke ganz spannend. Es ist natürlich, lässt sich viel ausmalen dazu, aber mir fehlt dann oft die Substanz. Also ich frage mich dann schon oft, wie definiere ich diese Funktion und zweitens, wie Sie zu Recht sagen, wie will ich sie erfüllen. Also ich bin inzwischen so ein bisschen, ich muss zugeben, vorbelastet mit dieser Begrifflichkeit, weil ich sie für zu plakativ halte. Um auf die Frage einzugehen, selbstverständlich bietet sich das an, dass eben Menschen, die auch diese mentalen eben Eigenschaften mitbringen und die Erfahrungen mitbringen, auch aus ihrem Lebensalltag, dass die dafür geeignet sind. Das ist aber jetzt kein Ausschlusskriterium oder kein Alleinstellungsmerkmal für die Menschen. Es ist auch so, dass viele keinerlei Bezug mehr in ihre Herkunftsländer haben. Also da bin ich keine Ausnahme. Ich habe keine Verwandtschaft, ich habe keinen Bezug mehr privat-persönlicher Art und insofern beschränken sich meine zum Beispiel Kontakte eben auf die Tätigkeit im Verband. Und so wird das vielen ergehen. Selbstverständlich, das haben wir auch in unseren Wahlprüfsteinen thematisiert, selbstverständlich wollen wir, dass die Länder, die Herkunftsländer mit Westeuropa, mit Deutschland gute, stabile Beziehungen pflegen. Ich formuliere das mal so. Und selbstverständlich machen wir uns Sorgen um die aktuelle Entwicklung, speziell mit Russland. Unabhängig jetzt, wer da der Böse ist und wer ist der Gute. Und insofern, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten können, eben auf der zivilgesellschaftlichen Ebene die Kontakte aufrechtzuerhalten, und Frau Martens nannte ja Beispiele, dann stehen wir gerne zur Verfügung dafür. Aber das muss auch ein Prozess sein, aus meiner Sicht, der jetzt nicht nur irgendwie privat, individuell geschieht, sondern wenn, dann muss das tatsächlich eben über die Verbände geschehen und mit einer entsprechenden flächendeckenden Auswirkung. Ich finde den Ansatz gut nochmal, aber es reicht nicht, wenn wir einmal im Jahr irgendwo ganz toll zusammenkommen für 3 Tage und schöne Bilder dabei entstehen, das ist mir dann doch zu wenig.